Herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema Setups finden mit dem Smart Trend Indikator. Mein Name ist Wolfgang Dender und im Namen von FX Flat freue ich mich, Ihnen den professionellen Trader Mark Pötter präsentieren zu dürfen. Und in diesem Webinar zeigt Mark Pötter halt, wie man mit dem Smart Trend Indikator mögliche Ein- und Ausstiege im Daytrading auf dem MetaTrader 5 finden kann. Da wir hier auch Live-Trades eröffnen, weil es könnte passieren, dass der Herr Pötter auch Live-Trades öffnet. Das ist keine Handelsempfehlung, ne? Das ist ein reines Schulungsseminar und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Ja? Ich hoffe, Bild und Ton sind gut, denn dann würde ich an den Marc übergeben und so Webinare leben natürlich viel von Fragen. Also nicht scheuen, Fragen in den Chat stellen und der Marc wird auf jeden Fall darauf eingehen oder wenn es Fragen zu FX Flat gibt, dann werde ich das machen. Ja, okay, allen viel Spaß und viel Erfolg. Marc, du bist soweit? Ja, ganz kleiner Moment. Super, dann wünsche ich allen viel Spaß. So, jetzt sollte man mich sehen. Also herzlich willkommen von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für die Neuen unter euch ganz kurze Vorstellung von meiner Seite. Mark Pötter, wie gesagt, mein Name, seit 13 Jahren Personal Trader und Investor. Auf der einen Seite habe ich eine eigene Firma mit einem kleinen Team Smart Markets, wo wir halt vorwiegend Daytrading betreiben, Handelssysteme entwickeln, aber auch Indikatoren und dergleichen. Deswegen von daher, dass du die eine Leidenschaft, die andere Leidenschaft, die langfristige Aktienanlage, weil da stecken über 90% meiner Altersvorsorge drin. Deswegen, das sind so die beiden Schwerpunkte, die ich habe. Ich bin studierter Diplomkaufmann mit Schwerpunkt Kapitalmarkttheorie und auch zertifizierter Analyst, sowohl weltweit als auch auf europäischer Ebene. Gut, aber das nur kurz zu mir, dann wollen wir direkt loslegen. Ganz wichtig vorneweg, weil da immer Nachfragen kommen, den Indikator, den Smart Trend Indikator, der ist von uns, der ist von Smart Markets, der ist nicht von FX Flat. Ja, FX Flat finanziert euch den, dass ihr den kostenfrei einsetzen könnt über die Webseite hier. Aber das ist kein Produkt von FX Flat. Ja, das ist einfach wichtig zu wissen, weil sonst kommen die Anfragen an FX Flat, wenn irgendwas mit dem Indikator ist oder so. So, wir wollen direkt einsteigen. Ich habe noch ganz kurz den, was wir beim letzten Mal durchgesprochen haben. Ist ja sogar schon einiges her jetzt. Am 15. war das. Da hatte ich ja gesagt, für uns wichtig war, ja, hier zu angefangen, dass wir typischerweise nochmal das tiefere Tief sehen, dass die Volatilität ein bisschen auseinander geht und wenn es dann rauf geht, dass wir dann mit dem Indikator, wenn er grün wird, einsteigen wollen, Stopp hier drunter. Ja, und das ist auch wunderbar gelaufen mit 2 eher automatisiert hier oben raus. Also das sind dann ganz genau die Setups, die wir hiermit sehr gut handeln können. So, dann wollen wir auf den aktuellen Markt gehen. Nachmittags handle ich mal ganz gerne Dow Jones und Nasdaq hiermit. Vormittags Germany, also das heißt ein DAX. Wir sehen jetzt hier, gerade halt, wo die Vola jetzt ein bisschen höher ist, das sind ganz genau die Phasen, die für uns perfekt sind. Na, wir haben hier, ne, in dem Moment, wenn der Indikator von Rot über Blau auf Grün wechselt hier, ja, in dem Bereich, dann setzen wir den Stop-Loss hier drunter und dann jetzt entsprechend hier hoch. Ja, oder auch hier von Rot, Indikator wechselt hier auf Grün, Stop-Loss hier drunter, Long-Einstieg. Und wie gesagt, ich steige grundsätzlich nicht, oder ich probiere es nicht, vor dem Webinar einzusteigen. Wir wollen ja hier live haben. Ich will auch mal so ein bisschen erklären, aus welchem Grund ich einsteige. Ja, aber das sind halt so typischerweise die Setups, die wir haben. Wichtig wie immer, der Indikator, der ist keine Gelddruckmaschine oder ähnliches. Ja, das heißt auch durch den, das ist ja, na, auch wenn es aussieht wie eine Ampel mit Rot und Grün, trotzdem kann ich nicht einfach jedes Handelssignal nutzen. Ich habe schon mal gesagt, wenn das möglich wäre, dann würden wir einen Roboter draus bauen. Dann müssten wir jetzt hier uns nicht damit selbst beschäftigen, ne, sondern wie jeder andere Indikator auch, ob das jetzt ein ADX ist oder ein MACD ist oder eine RSI ist oder was auch immer. Wir müssen den Indikator immer mit der Gesamtbetrachtung kombinieren. Ja, das heißt natürlich tendenziell auch, wenn wir einen Aufwärtstrend haben, dann wollen wir natürlich mit dem Markt reingehen. Das heißt, dann wollen wir natürlich hier zum Beispiel gerade die rote Kerze nicht nutzen, ne, weil wir damit ja gegen einen sehr starken Longtrend gehen, sondern dann wollen wir die rote Kerze nutzen, dass wir dann wieder auch warten können, wenn es von rot wieder auf
auf Grün zum Beispiel geht. Ja, etwas anderes wäre das zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich hier oben, ja, wenn er jetzt dieses Hoch nicht schaffen sollte, dreht dann, wir sehen, dass wir einen Trendbruch haben nach unten, dann können wir, wenn es dann von Rot, also von Grau auf Rot geht, dann können wir auch entsprechend Short handeln. Ja, ansonsten von der Nachrichtenlage ist es so, dass ja heute Zinsentscheid war von der EZB. Und da war es eigentlich wie erwartet, wie es halt meistens so ist. Ja, die EZB, die macht eigentlich schon immer das, was eigentlich so die Fed, also die amerikanische Notenbank, vormacht. Das ist selten, dass die so aus der Reihe tanzen und sagt, wir machen jetzt etwas anderes. Also zumindest so in den letzten 13, 14 Jahren, wo ich das sehr, sehr stark mitverfolgt habe. Ja, und da sehen wir, dass wir also beim Zins geblieben sind von 4,5%. Ja, und von daher war jetzt auch im Prinzip nicht so viel los im Markt. Und wie gesagt, das wäre etwas anderes gewesen, wenn die Erwartungen bei 4,15 und auf einmal hätten die jetzt zum Beispiel schon angefangen, Zinsen zu senken, was ja auch immer mal wieder im Raum steht, einfach halt, weil ja die Konjunktur sehr, sehr stark abkühlt im europäischen Bereich. Ja, bei den Amerikanern brummt es richtig, bei uns kühlt es eher ein bisschen ab. Auf der anderen Seite haben wir immer noch nicht so ganz die Inflation im Griff. Das spricht dann so ein bisschen dagegen, dass man die Zinsen senken kann. Ja, also deswegen sind da auch die Notenbanker, ist da die Entscheidung nicht ganz so einfach, ja, weil das halt immer so ein bisschen davon abhängig ist, was überwiegt jetzt, möchte ich lieber eher die Inflation in den Griff bekommen oder will ich dann die Wirtschaft ankurbeln? Ja, und die EZB hat halt ähnlich wie die Bundesbank damals die primäre Aufgabe, die Inflation in den Griff zu bekommen und nicht so sehr, wie das bei den Amerikanern ist. Die Amerikaner haben ganz klar, neben der Preisniveaustabilität, haben die auch als Aufgabe, dass sie die Wirtschaft ankurbeln sollen. Ja, das haben wir hier in Europa nicht so stark, wie das die Amerikaner haben. Wir können noch mal kurz rüber wechseln zum Nasdaq. Ja, auch stark angestiegen. Wir können mal hier auf dem Tagesschart sehen. Ja, wir hatten zwar mal hier kurz diese Korrektur gehabt, aber wir sind weiterhin im Aufwärtstrend. Also von daher, ne, nach dem Motto Reisen soll man nicht aufhalten, selbst wenn es aktuell ein sehr hohes Niveau ist. Ne, ihr seht es halt hier, ne, wie lange es mit so höheren Hochs weitergeht, das kann man halt nicht sagen. Also da tut man sich grundsätzlich eher nicht so gut dran, dass man überlegt und sagt, ach, ich will jetzt hier schon irgendwie Short einsteigen oder hier Short oder da, sondern dafür, für meinen Geschmack, brauchen wir immer erstmal eine Trendumkehr, dass wir da auch spekulieren können. Ja, ansonsten kann man sich da sehr stark auch die Nase verbrennen. Ja, man sieht es also auch an Hedgefondsgrößen, wie zum Beispiel so ein Michael Burry, den vielleicht der ein oder andere kennt aus The Big Short, also derjenige, der die Finanzkrise richtig vorher gesagt hat, darauf gewettet hat, Milliarden damit verdient hat. Der hat in den letzten 3 Jahren irgendwie 40% Minus gemacht. Er hat vorher richtig gut verdient, also von daher, dem geht's gut. Der wird nicht in irgendeine Altersarmut fallen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, weil ich damit einfach nur sagen möchte, wenn man zu früh auf Short setzt, ja, sowas kann da teuer werden. Und halt gerade, ich sag mal, wenn das so ein Michael Burry macht, der weiß, was er tut, der kalkuliert sowas mit ein, dass er auch dann mal 30-40% Minus machen kann. Der holt es auf andere Seite dann irgendwie wieder raus in der späteren Zeit. Der ist übrigens auch im Februar jetzt auf Long umgeschwenkt. Also hat jetzt stark wieder in Long-Richtung investiert. Aber deswegen ist immer so mein Credo. Ich will immer erstmal abwarten, bis wir auch zumindest einige roten Kerzen sehen. Das heißt, also hier zum Beispiel auch schönes Beispiel. Ja, wenn wir hier so ein, zwei rote Kerzen sehen, das reicht noch nicht, sondern wenn wir hier sowas haben, ne, dann sehen wir, dass halt so langsam eine Trendumkehr da ist und dann kann man halt probieren, hier irgendwo Short reinzukommen, was dann auch in dem Fall funktioniert. Aber ein, zwei rote Kerzen sind für uns zu wenig, dass wir da gegen so einen Trend spekulieren wollen. So, wir gehen jetzt wieder hier zurück. So, jetzt auch ganz, ganz interessant. Wir haben das Hoch von gestern durchbrochen. Na, jetzt müsste eigentlich, oder meistens ist es dann so, dass wir jetzt erstmal ein bisschen abverkauft werden. Und jetzt können wir gleich mal gucken, wenn er entsprechend runterkommt, wird dann grau beziehungsweise rot, dreht dann wieder rum, würde dann gelb werden. Das wäre zum Beispiel dann ein interessantes Setup, was wir dann nutzen können, dass wir wieder in Long-Richtung einsteigen können. Jetzt auch nochmal US-30. Ja, da wird es natürlich auch interessant, wenn wir jetzt so einen Rücksetzer machen, auch irgendwo hier in Richtung der gleitenden Durchschnitte, dann wieder rauf. Also wieder sozusagen neue Luft holen, wieder rauf und dann auch, dass der Indikator entsprechend zeigt, dass wir dann mit dem nächsten Handelssignal einsteigen können.
Ja, wichtig aber halt hier wie immer, dass wir halt aufpassen wollen, dass wir in einem Trend sind, ne? Und wir sehen jetzt mal, deswegen hatte ich hier unten auch mal den ATR eingeblendet. In dem Moment natürlich, wenn der ATE höher wird, ne, dann seht ihr auch, dann ist natürlich genau hier, wo es im Prinzip sehr, sehr gut funktioniert. Einfach halt, weil mit höherer Vola die Kosten bleiben gleich, typischerweise halt auch die Trendstärke zunimmt. Gibt's von eurer Seite Fragen? Habt ihr auch mal so ein bisschen ausprobiert, den Indikator einzusetzen? Oder gibt es da vielleicht auch Handhabungsschwierigkeiten, wo ihr sagt, Marc, schau noch mal irgendwie auf den Tag, da war es schwierig. Also dafür können wir dieses Webinar immer nutzen, weil genau darum geht es ja, dass ihr rückfragen könnt, dass ihr alle Zweifel reinkommen könnt und auch so ein bisschen die Handelsweise justieren könnt. Weil ja, das ist halt wichtig. Das ist ja keine Einbahnstraße. Es gibt immer Zeiten, wo es halt besser funktioniert, gerade natürlich auch, wenn wir stärkere Trends haben. Oder halt Zeiten, wo es dann nicht so gut funktioniert, wenn wir halt einen sehr, sehr schwachen Markt haben, der einfach sehr stark seitwärts geht und dann am meisten auch dann sogar noch mit einer niedrigen Vola. Und das ist natürlich eigentlich immer so der Hauptfeind oder der größte Feind eines Daytraders. Jetzt haben wir noch 3 Minuten bis zur Markteröffnung. Das dann mal hier so rumlegen, dass wir auf der einen Seite dann den Dow Jones hier haben. Auf der anderen Seite würde ich mir lieber den amerikanischen, also den Nasdaq hinlegen, den Technologieindex. So, dass wir das haben. Hier noch ein bisschen rauszoomen, dann ist es für uns immer interessant, so die relevanten Hochs und Tiefs zu sehen. Das können wir hier nochmal groß machen. Das können wir uns schon mal einzeichnen, dass wir das auf dem Schirm haben hier. Okay, das ist aber hiermit bündig. Dann passt das. Können wir hier vielleicht mal hier oben. So, dann haben wir das so. Müssen wir hier nicht immer so stark reinzoomen, sondern rauszoomen. Dann haben wir das auf dem Schirm. Ich auch mal eben bis in 2 Minuten, bis die Markteröffnung kommt, ob wir da noch irgendwas Wichtiges drin haben, aber ne, das passt soweit. Auf die Stunde zurück, ne, da sind wir auch drüber. Also da haben wir eigentlich jetzt hier nur als relevante Marke, wenn es weiter rauf geht, tatsächlich nur diesen Bereich hier, dass wir uns da nichts irgendwie groß einzeichnen müssen. So, das ist in Ordnung. Dann so hier wieder zurück auf die 5 Minuten. Und jetzt warten wir gleich mal ab. Jetzt in 15 Sekunden kommt die Markteröffnung. So, ja, und wir sehen schon direkt, dass die Vola anzieht, dass die Ticks schneller werden. Das ist halt ganz, ganz typisch, wie wir es morgens um 9 Uhr haben, dann auch um 15:30 Uhr hier im Markt.
So, ja, Dow Jones wird schon ein bisschen abverkauft. Ja, das kann gleich für uns interessant werden. Und zieht noch ein bisschen hoch, okay. Nasdaq macht noch das Gegenteil mit der aktuellen Kerze. Was ja jetzt im letzten ein, zwei Monaten ganz interessant ist, im Aktienmarkt ist einfach, dass man viel, viel stärker so auf die Zahlen guckt. Ja, wir sehen das teilweise, dass Aktienunternehmen, die Zahlen nicht schaffen, dass die dann bis zu 20% oder was an einem Tag runtergehen können. Ja, andere Unternehmen, die Zahlen leicht übertreffen oder etwa oder auch wieder stärker übertreffen, ja, die können mit großen Gaps nach oben gehen. Also da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt. Na, und das ist also interessant. Das gibt sonst mal ja Marktphasen, wo tatsächlich alles steigt oder Marktphasen, wo tatsächlich alles fällt. Und jetzt ist es doch deutlich, deutlich selektiver, na, dass so die guten Aktien, die natürlich dementsprechend mal größer werden, wie eine Nvidia, die mittlerweile ja schon die drittgrößte Aktie mittlerweile weltweit ist, na, dass diese großen Aktien da natürlich die Märkte hochziehen. Aber doch halt sehr, sehr viele Aktien gar nicht da so mitkommen, einfach weil sie halt kleiner sind und dann natürlich auch der Abverkauf von diesen kleinen Aktien, dann man eigentlich gar nicht mehr so in dem Index so feststellen kann. Na, einfach weil die großen Aktien mittlerweile so dominant sind. Und das ist etwas, was wir jetzt so früher nicht hatten und ja, was eigentlich auch eher was Untypisches ist. Aber das ist natürlich immer das an der Börse, dass es sich immer wieder ändert. Also wir immer wieder neue Muster sehen, immer wieder neue Szenarien sehen. Und das ist halt was eigentlich müssen heißt, also wenn ich nicht in breiten Markt investiere, jetzt im etwas längerfristigen Bereich, dann muss ich mir schon mittlerweile gut aussuchen, in welche Aktie ich kaufe. Ja, aber deswegen halt auch, wenn man sieht, dass halt doch einige Aktien Schwierigkeiten haben, ist für uns im Indexbereich ja gar nicht so wesentlich, weil da die großen Aktien aktuell zumindest noch die Märkte weiter nach oben ziehen. So, wie gesagt, ich möchte ganz gerne auf eine kleine Korrektur warten, dass wir dann nochmal Farbwechsel haben. Aktuelle Kerze geht noch eine Minute. Die Frage kommt, wo man den Indikator herbekommt. Der ist von uns programmiert. Da einfach, hier seht ihr ganz simpel Schritt für Schritt, könnt ihr kostenfrei einsetzen. Ich poste es nochmal in den Chat rein. Wer daran Interesse hat, na, darf man auch im Demokonto testen. Na, also das ist ganz klar, ne? Ihr sollt ja davon etwas haben, wenn ihr eins. Wie gesagt, ich persönlich, ich finde es ziemlich einfach, ziemlich gut. Na, wie gesagt, auch halt, wenn man das natürlich kombinieren müssen, weil wir halt immer wieder die Anfrage haben, kann ich halt immer. Wenn eine grünes Long rein, immer eine rote Short rein, das, wie gesagt, das geht natürlich nicht. Ja, aber das ist klar, wenn das so einfach wäre, dann wird jeder traden und dann gäbe es keine anderen Jobs mehr in dem Bereich. Gold ist auch noch ganz, ganz interessant. Sage ich nochmal eben hier.
Ja, Gold zieht nämlich wunderbar hoch. Auch hier sehen wir das sehr schön. In dem Moment, wenn wir in einem Trendmarkt sind, kriegt ihr hier immer wieder die entsprechenden Einstiegssignale nach Farbwechsel, ja, wo man halt wunderbar einsteigen kann, auch mit dem relevanten Stopp und dergleichen. Ja, also ja, mittlerweile auf dem Allzeithoch wieder. Genau. Hier oben. Also auch das könnte man natürlich, Gold halt ein bisschen teurer. Und deswegen ist das jetzt für mich im Bereich Daytrading nicht so favorisiert. Wir sehen es hier, dass da der Spread um einiges höher ist. Aber so auf Stundenbasis, Tagesbasis kann man also auch Gold entsprechend gut handeln. Ja, DAX hat sogar das schon gemacht, was ich hier mal allerdings haben wollte. Farbwechsel, dann entsprechend grün geöffnet, wäre dann jeder Einstieg, da der Stopp. Also das ist etwas, das könnt ihr einfach auch wirklich selber nachvollziehen, nachprüfen und einfach auch dann da testen. Also Frage kommt, ob der Indikator auch mit dem Stay Trader zusammen funktioniert. Ja, weil du kannst ja grundsätzlich, kannst du ja zum Stay Trader. Stay Trader ist ja ein Handelsroboter in dem Sinne. Also der ist ja dann hier drunter. Also ähnlich wie ich ja den Chart Trader nutze, hast du ja dann unten drunter den Sale Trader stehen. Genau, und du kannst ja so viele Indikatoren zusätzlich reinziehen, wie du möchtest. Genau. Und das ist natürlich auch dann eine interessante Sache, dass man solche Sachen kombinieren kann. Und natürlich auch, wie ich es hier habe, ne, dass ihr also, wenn ihr schon Indikatoren nutzt und seien es auch, wenn das hinten auch irgendwelche anderen Indikatoren sind, ne, das kann man alles halt wunderbar verbinden. Ja, also, dass man dann auch sehen kann, ich möchte zum Beispiel erstmal abwarten, bis der Markt überverkauft ist. Ne, wenn er halt dann dreht und dann eine rote Kerze kommt, jetzt von dem Indikator, dass ich das hier dann verbinde. Also, da gibt es viele Möglichkeiten. Ne, also, da müsst ihr euer Trade nicht komplett in den Haufen werfen, sondern ich glaube, hier, der ist halt vor allen Dingen, was wir so als Feedback haben, deswegen interessant, dass man eine duplizierbare Regel hat, wann ich Long einsteige, also dass ich halt warte, bis der Farbwechsel kommt, dass ich dann mit öffentlicher Kerze einsteige und dann, also wenn ihr es so macht, so wie ich, dass wir dann halt den Stop-Loss auch fix haben, ne, unter die alte Farbe, also entweder grau oder halt rot, dann halt drunter, dass ich halt das immer wieder duplizierbar gleich mache. Und das ist etwas, wo viele Trader Schwierigkeiten haben, dass sie halt sagen, ja, ich weiß nicht, nur soll ich den Stop-Loss da einsetzen, wann soll ich einsteigen? Und das ist halt etwas, wenn ich irgendwo die Indikation habe, auch über andere Indikatoren, ich will long rein, dann ist halt sowas im Prinzip sehr praktisch, dass ich dann damit was habe, was mir dann die Entscheidung abnimmt, genau bei welcher Kerze ich halt long einsteige oder short einsteige. Frage kommt noch hier, kann man damit nur Indizes handeln oder kann man auch entsprechend Währungspaare handeln? Also das ist so etwas, so dass meine Antwort grundsätzlich immer halt mal tatsächlich selber ausprobieren. Der Indikator zeigt euch ja, egal ob im Vorfeld oder im Nachhinein, immer die gleichen Kerzen an. Das heißt also, einen Chart aufmachen und halt dann einfach mal schauen, da haben wir hier einen stärkeren Trend. Ich persönlich handle halt die Währungspaare, weil sie einfach teurer sind, eher im Stundenchart. Ihr könnt das hier zum Beispiel sehen, also einfach mal als ein Beispiel, der Australdollar gegen Kanada-Dollar. Wenn ich den in 5 Minuten handle, dann seht ihr, dass die Kosten, also der Abstand zwischen der Kauflinie und der Verkaufslinie, der ist teilweise so groß wie eine ganze 5-Minuten-Kerze. Ne? Also das sind jetzt größere Kerzen, aber wenn ihr euch jetzt hier diese Kerzen anschaut, ne, dann ist jetzt hier, jetzt gerade, hier ist er oben, da ist er unten, das ist fast eine ganze 5-Minuten-Kerze Kosten. Na, das heißt, hier, wenn ich hier einsteige, dann brauche ich diese ganzen Kerzen und muss hier hoch, bis ich da überhaupt rauskomme. Das ist dann halt unvorteilhaft für mich. Und dementsprechend suche ich halt Instrumente, wo dieser Abstand von Kauf und Verkauf möglichst niedrig ist und beziehungsweise die Volatilität von den Kerzen höher ist. Das geht ja auch.
eins von beiden. Das ist halt typischerweise, ne, hier seht ihr, das sieht ganz, ganz anders aus. Das ist ein Bruchteil von der Kerze, die Kosten. Und bei Nasdaq, da sieht man es ja hier kaum, den Unterschied. Und beim Dow Jones entsprechend eben auch kaum. Ne? Also diese rote Linie, das ist ja hier meine von hier. Also da müssten wir schon so auf eine Minute runter. Und selbst da, wenn wir da ganz ranzoomen, so jetzt sieht man hier, ne, dass wir da einen kleinen Unterschied haben. Aber der ist halt super günstig zu handeln. Ne? Und das ist natürlich ein Vorteil für Trader. Umso niedriger die Kosten, umso schneller bin ich natürlich im Gewinn. Und deswegen ist das immer so die Sache. Es gibt ja viele, die sagen, ja, man kann meine Technik überall einsetzen. Ne? Ich finde immer, theoretisch ja. Aber wir wollen halt immer schauen, natürlich, wo ist das Optimum? Ne? Wenn ich halt mit dem, das wäre halt ähnlich, wenn der Spread hier im Nasdaq oder im DAX, wenn der auf einmal anstatt ein, zwei Punkte auf einmal 10 Punkte wäre, dann würde ich das wahrscheinlich nicht handeln. Ja, aber bei irgendeinem anderen Währungspaar würde ich das halt zulassen. Ne? Und deswegen, das ist halt etwas, das, was ich halt nicht mache, sondern ich möchte dann möglichst als Daytrader die Kosten niedrig halten. Und die Kosten sind immer umso niedriger, umso höher die Liquidität ist in einem Markt. Ja, und halt gerade so die Indizes, die haben auf der einen Seite eine hohe Liquidität, auf der anderen Seite einfach eine sehr schön hohe Volatilität. Ne? Und das ist der Vorteil. Ne? Währungspaare sind zwar hochliquide, ist der liquideste Markt der Welt, aber die Volatilität ist halt nicht so hoch. Ne? Das ist halt dann aktuell da der Nachteil, was wir früher zum Beispiel so nicht hatten, ne? Zu Zeiten Griechenland-Krise und dergleichen. Da haben wir eine irrsinnig hohe Volatilität gehabt. Da konnte man den Euro-Dollar und dergleichen im 1-Minuten-Chart teilweise im Tick-Chart handeln. Und so muss man immer wieder gucken, wie sind die Zeiten, wie sind die Gegebenheiten. Und das ist immer das, worauf ich mich dann entsprechend anpassen möchte. So, gehen wir hier auf 5 Minuten. Da waren wir ursprünglich. Na, jetzt aktuell noch seitwärts, noch ein bisschen richtungslos. Und das ist natürlich auch wichtig an so einem Indikator. Zeig mal jetzt auch, wenn wir keinen Farbwechsel haben, dass ich natürlich in dem Moment auch halt nichts mache. Ne, wenn ich in einer Position drin wäre, dann würde ich nichts machen. Aber auch wenn ich jetzt noch nicht drin bin, dementsprechend halte ich auch die Füße still. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man als Daytrader halt nicht permanent probiert einzusteigen. Ne, weil das ist halt schon so, wenn ich dieses sogenannte Overtrading betreibe, das wird in der Regel nur dazu führen, dass ich halt Geld verliere. Sondern wir wollen ja immer halt die, in Anführungszeichen, die guten Handelssignale abfangen. In welcher Zeiteinheit soll man handeln, fragt mal eine Teilnehmerin. Da ist es so, dass ich im Bereich Daytrading immer gerne die 5 Minuten handle. Man kann aber auch runtergehen, das sehen wir auch gerade so Dow Jones dergleichen, auch auf 1 Minute. Das ist auch hochinteressant. Also auch hier seht ihr, ne, dass die Kosten, also entsprechend hier der Abstand, rote Linie, graue Linie, dass das immer noch nur ein Bruchteil von einer Kerze ist, deswegen alles gut. Das kann ich machen. Wie gesagt, ich gucke seit 13 Jahren immer auf den 5-Minuten-Chart. Also ist auch ein bisschen dann die Gewohnheit, dass ich dann das dann lieber handle. Ihr könnt aber auch, ich würde es mal so machen, umso mehr Zeit ihr habt, umso weiter runter eigentlich kann man gehen. Beziehungsweise, wenn man halt mal nur so eine halbe Stunde Zeit, dann tatsächlich richtig kurzfristig. Weil ihr seht, hier kommt natürlich auch ein Farbwechsel deutlich schneller. Ja, und tatsächlich, selbst wenn ich jetzt hier einsteigen würde mit der Kerze, dann reicht mir das, wenn der bis hier oben hingeht, das sind 24 Punkte in einer Minute, da kann ich tatsächlich richtig, richtig mit scalpen. Also auch sowas ist möglich. Das gerne ausprobieren, wie gesagt, könnt ihr auch gerne im Demokonto dann sowas ausprobieren, wenn ihr da irgendwas Neues ausprobiert. Ne? Kann man im Demokonto live stellen, also das heißt aktivieren, und sowohl als auch im Echtgeldkonto. Und dann kann man im Demokonto probieren, wenn man sieht, es klappt ganz gut, man hat eine gute Einstellung oder eine gute Zeiteinheit, dann kann man dann entsprechend hier über Konten wechseln dann auf das andere Konto. So, bleiben wir bei den 5 Minuten. Na, hier haben wir schon einen Farbwechsel auf Grau. Das ist schon mal ganz interessant.
So, machen wir die ein bisschen dünner. So, das stört ihn nicht so. Können wir mich hier ein bisschen reinzoomen. So. So, Nested wird jetzt doch ein bisschen stärker abverkauft. Kurz gucken. Ja, DAX kommt auch wieder so ein bisschen runter. War für uns jetzt gerade ja nicht ganz so interessant. Bleiben wir jetzt hier ruhig im Nasdaq und im Dow Jones mal drüben. Haben wir noch 2,5 Minuten zur nächsten 5-Minuten-Kerze. Warten wir die eben ab. Also Dollar zum Beispiel, auch da würde ich eher so auf die Stunde gehen. Und dann kann man halt gucken, in dem Moment, wenn wir dann da auch wieder einen gewissen Trendmarkt haben, ist aktuell auch eher so ein sehr lange Seitwärtsphasen so drin. Aber das gibt es halt auch anders. Wenn wir dann halt hier sehen, auch da hat man immer wieder ganz gute Einstiege, wo man dann Short reinkommen kann. Also tatsächlich einfach mal ausprobieren in dem Bereich. So, was haben wir noch? 40 Sekunden, dann kommt die neue 5-Minuten-Kerze. Heute Nachmittag so um 16 Uhr ist ja auch nochmal der Fed-Chef dran, Powell. Also da bin ich auch mal sehr gespannt, was er dann gleich noch sagen wird, beziehungsweise wie das unter Umständen die Märkte beeinflusst. So, nächste Kerze, aber hier immer noch grau, dementsprechend noch kein Long-Einstieg für mich. Auch natürlich, wenn man jetzt hier ein Timer schreibt, eine sehr schöne Umkehrkerze haben. Wir haben hier eine sehr schöne Hammerkerze, das war so ein kleiner Docht obendrauf, aber das ist unerheblich.
beim Hammer. Also von daher kann der Kurs natürlich auch jetzt schon hier steigen. Na, ich nutze das jetzt trotzdem nicht direkt. Wie gesagt, wenn ich den Indikator nutze, dann will ich halt nicht zu viel anders machen, sondern das heißt, ne, das ist in Ordnung, wenn du Kerzentrader bist und jetzt hier long einsteigen möchtest. Ne, sowas, ne, das wäre dann eine andere Strategie. Was halt für mich jetzt so aussieht, wir haben eine sehr schöne Umkehrkerze. Markt sollte jetzt eigentlich ein bisschen weiter steigen. Ich würde aber entsprechend dann halt einsteigen, wenn ich auch das Signal vom Indikator habe, dass also dann die nächste Kerze mit der Öffnung grün wird. Dann würde ich entsprechend einsteigen und den Stop-Loss hier unter diese Kerze setzen. Ja, da haben wir jetzt noch etwas mehr als 3 Minuten. Aber das kommt einfach daher, weil ich halt die Sachen gerne, soweit es geht, immer wieder gleich machen möchte. Ja, sieht auch schon ganz gut nach oben. Das ist mehr als 2 Minuten noch. Ich könnte mir vorstellen, dass er wahrscheinlich, wenn er jetzt gleich öffnet, dass er durch den Anstieg dann wieder umspringt auf grün, würde ich mal tippen. Mal etwas mehr als 1 Minute. Richtig eingestellt, da kann ich den ja schon mal anmachen. Hier auf Pending Order, ich möchte dann ja mit einer Marktorder einsteigen, weil ich will ja sofort, wenn die nächste Kerze grün werden sollte, dann direkt mit Öffnen der Kerze einsteigen. Und zwar will ich den Stop-Loss hier drunter setzen. Bei meinem Chart-Trader ist es so, dass ich klicke nur hier hin, wo ich den Stop-Loss setzen möchte. Das ist ja hier drunter. So, ist grün, steige ein. Ich mache jetzt direkt wieder den Chart Trader aus. Einfach halt deswegen, weil der, wenn ich sonst nochmal versehentlich den Chart klicke, dann wird er mir noch eine Position aufmachen. Also da, der, wie ihr seht, der geht halt sehr, sehr schnell, was ja auch so sein soll. Also mit dem kann man perfekt scalpen auch. Ja, aber natürlich muss man halt aufpassen, dass man dann nicht versehentlich dann irgendein Teil einzeichnen will. In dem Moment, wenn ich halt reinklicke, dann würde er ordern. Deswegen schalte ich dann direkt den Chart Trader danach wieder aus, wenn ich geordert habe.
nämlich eigentlich jetzt hier noch sehr schön Luft nach oben. Und gerade halt, wenn wir jetzt hier drüber gehen sollten, da ist eigentlich der Weg frei. Ja, das im Prinzip sehen wir auch, dass wir hier durch bis zu dem Bereich hier relativ schnell, ja, sowohl nach oben durchgehen, als auch von hier nach unten durchgegangen sind. Also da sollten wir, wenn er einmal durch das Hoch hier rüberkommt, dann könnte es sogar relativ zügig, zumindest bis hier oben hingehen. Das will ich mir auch entsprechend direkt einzeichnen. Das ist eigentlich so von der Theorie her, dass wir bis dahin laufen sollten. Genau. So, dann kann man das wieder entsprechend anders machen. Und können aber auch dann direkt wieder ein bisschen reinzoomen, dass wir die Kerzen was besser sehen. Wir haben ja jetzt alle Informationen eingezeichnet, die wir brauchen. Na, wichtig halt jetzt gleich, wenn er hier über dieses Hoch geht, ne, und wenn er über das Hoch geht, das wäre auch der Punkt, wo ich den Stop-Loss nachziehen würde auf Einstieg. Na, also das sollte er schon machen, vorher nicht, ne, weil das wäre zu knapp. Aber wichtig halt hier, dass er, oder eigentlich so die Vermutung, dass wenn er hier drüber geht, dass da eigentlich der Weg frei ist, dann sollte es zügig bis hier oben hingehen. Ne? Wir müssen mal ein bisschen aufpassen, wenn er hier hoch geht und dann fällt, dann kann es natürlich auch sein, dass wieder ein weiterer Rücksetzer kommt. Ne? Und ich gucken, dass der Markt ein bisschen steigt. Ja, noch nicht so ganz. Aber Setup stimmt. Und das ist ja mal wichtig. Und wie es dann ausgeht, da sind wir hinterher schlauer als vorher. Logischerweise. Ja, das ist das, was man so aus meiner Erfahrung leider nie so genau sagen kann. Haben wir jetzt einen Tag, wo der Markt eher seitwärts geht, eher ruhig, also die sogenannte Verschnaufspause einlegt, oder aber haben wir einfach einen Tag, wo es der richtig schön trendmäßig nach oben oder nach unten zieht. Na, das ist eigentlich meines Erachtens so die schwerste Prognose. Also von daher können wir halt immer nur nach gewissen Punkten, nach gewissen Trendlinien bzw. Trendstärken dann darauf spekulieren, dass es irgendwie weitergehen sollte, aber wissen tun wir das natürlich leider nicht. Stochastik jetzt hier im 5-Minuten-Bereich unten auch im Prinzip ein Kaufsignal generiert, schön gedreht. Ja, der ADX, der ist auch auf Long, also ja, Trend ist Long. Also von den Indikatoren, es sieht alles sehr schön aus, sollte es schön nach oben gehen, aber ich habe auch schon das, wo ich, oder das mein Wunsch-Setup schon gehabt in einem Live-Trading, in einem großen Saal und der Kurs kommt auf den Einstieg und fällt einfach durch. Also auch das, also von daher, ne, selbst wenn alle Indikatoren sagen, es sollte raufgehen oder runtergehen, das heißt nicht, dass das muss, weil letzten Endes ist ja die aktuelle Kursdarstellung immer das, was halt jemand bereit ist zu bezahlen, jemand bereit ist nicht zu bezahlen und dementsprechend sind wir davon abhängig. Die ganze Tech-Analyse ist ja nur ein Konstrukt, dass wir probieren, vergangene Kurse zu interpolieren mit gewissen Mitteln.
So, jetzt mal rauf. Jetzt tut sich jetzt mal fast nichts hier. So, kurz mal gucken, was DAX macht. Ja, DAX zieht schon hoch. Ja, schön, wunderbar. Komm, jetzt hier unten, beziehungsweise Nasdaq auch mal ein bisschen anziehen. Nvidia ist schon heute wieder auf dem neuen Allzeithoch. Also zieht und zieht und zieht. Und es wird auch eigentlich Kraft genug sein, dass man die anderen Tech-Werte auch ein bisschen mit weiter nach oben zieht. Frage kommt noch, wie viel Risiko das hier ist. Ne? Könnt ihr mal direkt hier drauf gucken. Ein halbes Prozent entsprechend. Und ja, was? Und sind 227 Euro dann in dem Fall. So, jetzt aber mal Attacke nach oben. Also Paul, also der FED-Notenbankchef, der Amerikaner, hatte gestern aber schon gesagt, dass man noch nicht ganz genau sagen kann, wann die Zinsen gesenkt werden. Er aber schon davon ausgeht, in dem Moment, wenn die Inflation jetzt weiter sinken sollte in den USA, also wovon er auch entsprechend ausgeht, na, dass man dann definitiv dieses Jahr schon anfängt, mit die Zinsen zu senken. Goldman Sachs ist da ja relativ weit vorgesprochen und sagte, sie gehen davon aus, dass sogar 4 Zinssenkungen dieses Jahr kommen sollten. Da bin ich mal gespannt, ob das so der Fall sein wird. Aber letztendlich, das ist gar nicht mal so wichtig meines Erachtens, sondern halt eher, dass die Nachricht da ist, dass es der Wirtschaft so gut geht, und beziehungsweise, dass die Inflation so in den Griff bekommen wird, dass man überhaupt die Zinsen wieder senken kann. Ne? Weil wenn die Zinsen gesenkt werden, heißt das natürlich, dass die Sparguthaben weniger verzinst werden
Und dann ist natürlich die Aktie attraktiver als oder noch mal mehr attraktiver als ein Sparbuch. Und dann fließt natürlich wieder mehr Geld noch mal in den Aktienmarkt rein. Das ist immer so der Zusammenhang, warum ein Aktienmarkt typischerweise steigt, wenn die Zinsen gesenkt werden, und warum ein Aktienmarkt typischerweise eher fällt, wenn die Zinsen angehoben werden. Wahnsinn, DAX zieht und zieht und Nasdaq bewegt sich nicht. So kann es gehen. Die Frage kommt auch immer wieder, wie kann das denn sein, dass, weil ich auch häufiger sage, dass die deutsche Wirtschaft halt nicht so gut dasteht oder auch die europäische Wirtschaft nicht so gut dasteht wie die amerikanische, warum zieht der DAX so nach oben? Ja, und da gibt es eigentlich so nur eine Antwort, die wirklich passt. Und das ist halt einfach, weil die Geldzuflüsse, die werden halt weltweit angelegt, und da ist halt auch Deutschland mit dabei. Und Deutschland, wenn man das halt so über 5 bis 10 Jahre sieht, hat natürlich einen sehr hohen Nachholbedarf. Das heißt also, gerade in den letzten 10 Jahren sind die amerikanischen Aktien viel, viel weiter gestiegen. Die Bewertungen sind natürlich deswegen von deutschen Aktien super niedrig. Also wenn man das sieht, dass eine BMW, Mercedes und dergleichen, dass die beim KGV teilweise von 4 bis 5 stehen. Also was ja super niedrig ist. Also da kann man dann auch verstehen, dass der DAX halt da einfach ein bisschen Nachholbedarf hat und man dann, und gerade so die Value-Investoren in der Welt natürlich sagen, was soll ich mit irgendeiner Aktie mit einem KGV von 30, 40, wenn ich halt auch Aktien haben kann aus Deutschland, ja, wo ich zwar weiß, die Wachstumsraten werden nicht ganz so stark da sein, aber wenn ich das mit sozusagen in so einem Sonderangebot bekomme, mit einem KGV von 3 oder 4 oder 5, dann möchte ich dann da doch zuschnappen. Ne, halt ähnlich wie auch immer Warren Buffett sagte, ne, ich freue mich, wenn der Aktienkurs fällt. Das ist wie, wenn ich in den Supermarkt gehe, wenn ich etwas im Angebot bekomme, es ist die gleiche Ware, dann will ich das natürlich irgendwo im Angebot, also für einen günstigen Preis zuschlagen. Einmal schreibt, der S&P 500, der will auch nicht wirklich steigen. Ne, die Amerikaner sind aktuell nicht so freudig wie der DAX jetzt hier, obwohl DAX ist auch ein bisschen runter. Ja, aber das ist natürlich das, was man leider nicht so sagen kann, dass man manchmal sehr träge ist, wenn man dann hier jetzt 20 Minuten seitwärts geht im Rahmen von 20, 30 Punkten, was jetzt für ein Nasdaq eigentlich eher wenig ist. Es kommt gleich die nächste 5-Minuten-Kerze. Vielleicht kommt dann da ein bisschen Druck nach oben rein. Indikator bleibt auf grün, was schon mal gut ist. So, Abmarsch jetzt. Ja, Frage kommt noch, wie sieht die Trefferquote aus für den Dow und Nasdaq?
da kommt es ein bisschen drauf an, wie du handelst. Ja, leider die Trefferquote. Ich will es nur mal kurz darstellen. Ich bin jemand, ich handle grundsätzlich mit einem hohen CRV. Das heißt, wenn das mein Einstieg ist und das mein Stop-Loss ist, dann gehe ich typischerweise, ne, dass ich die Gewinne weiterlaufen lasse. Ich gehe also typischerweise auf das Doppelte, wie ich auch noch auch eben da gezeigt habe, zweifach oder aber sogar drei- bis vierfache. Dementsprechend ist meine Trefferquote mit dem Indikator nicht so hoch. Also die liegt unter 50%. Ne, einfach halt, weil ich sag mal, wenn ich halt treffe, mal sagen wir mal, ich hab 100 Euro Risiko und ich treffe jetzt hier beim Faktor 2, dann habe ich ja 200 Euro entsprechend Gewinn. Ja, also beim CRV von 2 zu 1 wirst du typischerweise keine Trefferquote haben, die über 50% liegt. Ne, das wäre dann eher eine Gelddruckmaschine. Das haben wir nicht. Also von daher, es kommt immer sehr darauf an, in dem Moment, wenn du natürlich ein 1 zu 1er Verhältnis handelst, dann ist die Trefferquote, wie gesagt, wenn man es im Trendmarkt einsetzt, positiv. Also positiv heißt, dass sie dann deutlich über die 50% geht. Ne, aber deswegen ist es etwas, ich setze es halt auch ein, wenn ich für eine Vermögensverwaltung handle oder so. Also auch da setze ich den Indikator ein, das kann ich sagen. Wichtig halt ist, und da würde ich dann an eurer Stelle immer machen, also wenn ihr da Fragen habt oder irgendwie Schwierigkeiten habt, könnt ihr auch gerne uns anrufen bei Smart Markets. Wir helfen euch. Ne, wie gesagt, und dann wird gerne auch immer wieder alle 2 Wochen hier mit reinkommen und halt dann auch gerne mal sagen, hier da und da im Chart, da bin ich eingestiegen, würdest du das auch machen oder so. Aber ansonsten tatsächlich wichtig, einen Chart nehmen und ruhig auch mal gucken, ne, nach gewissen Indikatoren, ja, wo im Prinzip läuft es gut, sag mal hier zum Beispiel, indem wir ein bisschen Trend haben, dann ist das wirklich super. Ne, wie gesagt, in Seitwärtsmärkten natürlich nicht so gut, aber ich habe es auch mal in den vergangenen Webinaren gesagt, da sehen wir natürlich auch hier, wenn die gleiten durchschnitt, deswegen habe ich die immer drin, wenn die relativ eng sind und relativ seitwärts gehen, das ist zum Beispiel ein Faktor, wo ich dann direkt sage, dann nutze ich den Smart Trend Indikator überhaupt nicht. Ich will sehen, dass die gleitenden Durchschnitte eher auseinandergehen und dass einer von denen eine stärkere Steigung hat. Ne, hier in dem Markt, da ist das im Prinzip perfekt. Ne, oder auch in so einem Markt ist das perfekt. In dem Moment, wenn die relativ eng werden, seitwärts gehen, ne, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass ich den Smart Trend Indikator dann da den Einstieg nicht nutzen möchte. Ja, aber einfach nur, dass du weißt, warum es nicht so einfach ist zu sagen, was für eine Trefferquote hat das. Also die Trefferquote könnte ich halt immer nur dann explizit sagen, wenn ich mit einem festen CRV handeln würde. Ne? Und da das natürlich bei jedem Trader anders ist, kann man da schlecht sagen, da ist es so. Wie gesagt, bei mir ist es halt definitiv unter 50%, ist aber auch bei den anderen Strategien, die ich handle, weil ich typischerweise jemand bin, der mit einem hohen CRV handelt, was ich eben erklärt habe. Und das ist halt auch mal so ein bisschen eine Typsache. Ich mag das gerne, dass ich halt mit einem Trade zwei, drei Verlierer rausholen kann. Das ist für mich psychologisch angenehm. Ja, andere sagen, die finden es schade, wenn sie sehen, ich sag mal, was bei mir durchaus ja mal so ist, dass wenn ich hier einsteige, habe jetzt hier den Stop-Loss, meinetwegen hier oben den Take-Profit, kann das natürlich durchaus sein, dass ich einsteige, der geht hier hoch, geht bis hier so oben hin. Das dann schon, dass ich dann den Stop-Loss, wie ich es jetzt hier auch gleich mache, dann auf Einstieg nachziehe. Ja, aber dass ich dann halt hier, wenn er wieder runterkommt, ne, dann gehe ich hier plus minus null raus und habe sozusagen den Gewinn, was dann vielleicht auch schon das 1,4-fache sein kann, habe ich halt nicht mitgenommen. Ne, der Trader, der sagt, bei 1,2 oder 1,4 nehme ich hier mit, macht natürlich dann in dem Moment einen Treffer, wo ich keinen Treffer habe. Hoffen wir, dass er gleich hier drüber geht. Was ich eben sagte, wenn er hier was hochgehen sollte, dann würde ich auch entsprechend den Stop-Loss nachziehen, ne, weil meines Erachtens müsste er jetzt eigentlich auch hier oben dann Druck bekommen, dass er halt weiter nach oben zieht. Einfach weil wir halt hier in dem Bereich, was ich eben gezeigt habe, na, da haben wir relativ wenig Widerstände. So, jetzt sind wir da, ziehen wir den entsprechend hier nach. So, jetzt ist der schon mal abgesichert, aber ich werde vorher noch. Können wir das vielleicht machen? Ziehen wir mal nach oben. Noch einen Take-Profit hier oben hinsetzen. Nur noch mal aufs Vollbild. Zoomen wir es raus. So.
Das sieht eigentlich hier auch ganz gut aus. Da haben sie hier nicht das tiefere Tief gemacht. Da sind noch schön im Aufwärtstrend. Und da würde ich sogar jetzt mal drauf spekulieren, dass er sogar hier nochmal das höher hoch machen könnte heute. Oder morgen, das weiß man natürlich immer nicht so genau. Aber das wären dann hier zum Beispiel dann jetzt etwas über 2%. Also das wäre dann quasi das Zweier-CHV, was ich eben gesagt habe. Frage kommt noch, ob ich die Logik des Indikators in einen Roboter eingebaut habe, in einer Expert Advisor. Nein, das haben wir noch nicht. Für uns ist es, also im Rahmen eines Roboters ist es sehr schwer, diese unterschiedlichen Phasen zu definieren. Also da ist es also für uns tatsächlich noch so, dass unser Kopf, das menschliche Gehirn auch mit einem Blick noch deutlich besser sehen kann, ja, sind wir eher im Aufwärtstrend, sind wir eher im Seitwärtsmarkt oder nicht. Ja, aber so, wie gesagt, so eine reine Logik, dass wir es in einem Roboter profitabel hinbekommen, haben wir noch nicht. Wie gesagt, sonst würden wir aber auch fairerweise das gar nicht machen hier mit dem Webinar, ne, weil also ich bin kein Freund davon, Arbeit zu machen, die eine Maschine machen kann. Ja, also immer deswegen bin ich damals Börsenhändler geworden, einfach weil ich gesagt habe, ne, wenn Geld für mich arbeiten kann, dann muss ich doch selber nicht mehr arbeiten. Ne, gut, damals war ich 14, blauäugig bin ich auch. Also von daher, man natürlich weiß mittlerweile, dass ich trotzdem noch was arbeiten muss, aber ne, ihr denke ich mal, wisst, was ich meine. Es geht darum, da meint einfach, wir wollen ja keine unnütze Arbeit machen. Also wenn wir irgendwas von einem Rechner erledigen lassen können, ne, in dem Moment, wenn wir einen Roboter haben, würde ich euch das hier sagen und dann könnt ihr gerne den Roboter einsetzen. Natürlich, wer Spaß dann hat, kann auch den Indikator weiter einsetzen oder wenn er damit dann noch das kombiniert mit seinen Indikatoren. Aber in dem Moment, wenn wir einen profitablen Roboter damit haben, sage ich hier Bescheid und dann könnt ihr das auch dann entsprechend einsetzen. So, okay, wenn sonst keine weiteren Fragen sind. Ja, Trade ist drin, ist jetzt schon risikofrei. Ich hoffe, es ist klar geworden, weil das ist mir immer wichtig, aus welchem Grund ich eingestiegen bin. Einfach, dass halt alle 14 Tage dann es immer klarer wird, ne, so wie so die Handelssystematik ist. Und ja, wie gesagt, das halt gerne ausprobieren. Wer den auch einsetzen möchte, dann über den Link, der im Chat drin ist, könnt ihr kostenfrei machen. Und dann wünsche ich gute Trades noch, eine schöne Restwoche und freue mich, wenn wir uns, ich glaube, bis Ende diesen Monats oder sagen wir mal, gegen Ende diesen Monats dann am gleichen Ort und gleiche Uhrzeit wiedersehen. Hast du noch was, Wolfgang, oder? Wolfgang ist schon weg, alles klar. Also dann von meiner Seite vielen Dank, euch gute Trades. Und wenn ihr Hilfe mit Indikator braucht, dann ja, da ist jemand. Ich hatte den Kopf auf, ich habe die ganze Zeit gesprochen. Nein, Achso. wir hören uns wieder am 21., ne? 15:15 Meine, Uhr. genau, ja, Ja? genau. Okay. Ja, Marc, vielen Dank. Ich hoffe, auch viel erfolgreiche Trade, Trades bei den Webinar-Teilnehmern, auch dass der Trade gut funktioniert, den du da gemacht hast. Ja, das insofern, habe ich auch. Also ja. ruf mal deine Händlerfreunde an, die sollen den Kurs weiter nach oben treiben. Meine Händlerfreunde. Aber wenn das so einfach wäre, ne? Man, Ja, dann also ich würden habe wir uns selbst zusammentun, ja. ja, also selbst ein guter Kumpel von mir, der für ein Family Office arbeitet mit 4 Milliarden. Wenn ich dem erzähle, hier, treibt doch mal den Kurs, so sagt er, wenn das so einfach wäre. Also, ne, das vielleicht zum Abschluss, selbst für Milliardäre ist das nicht einfach, einen Kurs irgendwo hinzutreiben. Zumindest nicht ohne Kosten. Ne? Das treiben können sie, aber auch das verursacht sehr, sehr hohe Kosten. Also von daher müssen wir einfach so hoffen, dass der Kurs nach oben geht. In dem Sinne nochmal vielen Dank und eine schöne Ja, Restwoche an alle. das wünsche ich Danke dir, allen zusammen Wolfgang. auch. Danke, danke, danke. Ciao. Tschüss.